Du hast Lust auf angenehm leichte Sommerküche? Dann ist das genau das richtige Rezept für dich. Es ist eine lauwarme Joghurt-Schmandsoße mit Brokkoli und Nudeln. Und wie man dieses einfache, superschnelle Essen zubereitet, das zeige ich dir heute. Also dranbleiben und zusehen. Los geht's! Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir in Carinas Kochecke. Es gibt wieder schnelle, gesunde, leckere Sommerküche bei mir. Fleischlos, es ist vegetarisch. Ihr könnt natürlich dazu eine Hähnchenbrust oder eine Bratwurst oder ein Schnitzel oder so essen. Wir brauchen Brokkoli. Den habe ich schon gewaschen und in Röschen geschnitten. Dann braucht ihr ein paar Nudeln. Ich benutze jetzt hier Bio-Dinkelnudeln. Ich möchte die mal ausprobieren, wie die schmecken. Dann ein Becher, also einen kleinen Becher Joghurt. Da sind 150 Gramm drin. Ich habe hier 3,5-prozentigen. Wir brauchen einen halben Becher Schmand. Ihr braucht circa 400 Milliliter Gemüsebrühe. Ich habe die hier selbst gemacht. Das Rezept verlinke ich euch mal im Abspann. Da könnt ihr gucken, wie ihr euch so eine ganz einfache Gemüsebrühe, die ungefähr eine Woche im Kühlschrank hält oder auch eingefroren werden kann, selbst machen könnt. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, natürlich auch Instantbrühe benutzen. Ja, an Gewürzen habe ich hier TK-Kräuter. Wild gemischt. Ich habe hier eine 8-Kräuter-Mischung mit Schnittlauchhöllchen und Basilikum. Ihr könnt hier frische Kräuter verwenden, getrocknete Kräuter und Kräuter natürlich auch nach eurer eigenen Wahl. Petersilie würde hier auch wunderbar passen. Dann für die Joghurt-Schmandsoße nehme ich Salz, die Kräuter und ein Teelöffel Paprika edelsüß. Auch hier habt ihr Variationsmöglichkeiten. Ihr könnt Curry reinmachen, Bockshornklee oder auch Kumin, je nach eigenem Geschmack. Da könnt ihr euch einfach ausprobieren und das Schöne ist, es schmeckt dann jedes Mal anders. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in die Zubereitung. Ich baue auf und dann geht's los. Ja, ihr Lieben, und dann kann es auch schon losgehen mit dem Rezept. Zuerst nehme ich hier meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Die gebe ich schon mal in meinen Topf. Dann gebe ich an die Gemüsebrühe etwas Salz, denn meine Gemüsebrühe ist ohne Salz. Da wir den Brokkoli jetzt da drin kochen, mache ich so einen gut gestrichenen Teelöffel. Gebe ich den Brokkoli dazu und dann kochen wir den erstmal gar. Bis die Brühe kocht, dauert ja jetzt auch einen Moment. Ich denke mal so 10 Minütchen müsste passen. So, den stellen wir jetzt an. Erstmal auf hohe Hitze, bis es kocht und dann stellen wir das Ganze runter. So, dann haben wir hier unser Nudelwasser, das kocht auch schon. Da gebe ich jetzt einen Esslöffel Salz dran. Und so circa ein halbes Paket Nudeln. So. Die brauchen auch so circa 8 bis 10 Minuten. Das lassen wir jetzt alles gar köcheln. Und wenn es gleich soweit ist, dann sehen wir uns wieder, dann zeige ich euch, wie das Ganze weitergeht. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch mal näher rangeholt. Gucken mal, der Brokkoli ist nämlich tatsächlich schon fertig, hat nur 5 Minuten gedauert. Den gehe ich jetzt abschütten, aber die Nudeln brauchen wir noch ein bisschen. Und in der Zwischenzeit können wir dann schon die Joghurtsoße machen. Die Brühe solltet ihr natürlich auffangen. Ich gehe jetzt eben und schütte den ab. Bis gleich. So, die Dinkelnudeln sind tatsächlich auch schon fertig. Wir machen nur noch schnell unser Süßchen. Dazu gebe ich jetzt erstmal etwas von der Gemüsebrühe in den Topf, so circa 200 Milliliter. Eher gesagt 150, gerade noch mal drauf geschaut. So, dazu gebe ich jetzt 2 Esslöffel Schmand. Also so einen halben Becher, würde ich sagen, nimmt man da. Das passt dann. So ist noch der halbe drin.
So, und dann kommt unser Joghurt noch dazu. Da finde ich die kleinen Becher ehrlich gesagt ganz praktisch. Der kommt noch mit rein. So. Und noch ein bisschen drin. So. Dazu dann die gefrorenen Kräuter. Die sind ja jetzt schon gut angetaut. Unser Teelöffel Paprika. Oh, so ein bisschen weniger. Und ich mache noch ein bisschen Salz dran. So. Eine Prise erstmal. Und jetzt verrühren wir das. So. Schmecken wir das Ganze einmal ab. Super. So. Hier ist noch ein bisschen Wasser von den Nudeln drin. Das gebe ich in die Schüssel. Hier seht ihr gerade nicht. So, die Nudeln gebe ich in den Topf. Den Brokkoli dazu. Die Soße darüber. Und alles einmal gut verrühren. Und schon ist das leckere Essen gleich fertig. Das zieht jetzt noch ein bisschen an, weil die Nudeln ihre Stärke an die Soße abgeben. Da braucht ihr dann auch nicht unbedingt anzudicken. Denn von der Soße ist jetzt nicht mehr viel übrig. Ich stelle das mal andersrum. Seht ihr das ja viel besser. Sorry, hätte ich gleich machen sollen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. So. Die Nudeln haben nämlich jetzt die Soße schon wunderbar eingesaugt. Und dann ist das auch richtig klasse. Eine Kostprobe. Und den Brokkoli mitprobieren. Der hat noch Biss. Das soll auch so sein. Der soll nicht zu weich sein. Sehr, sehr lecker und ganz einfach. Ich richte jetzt an. Dann sehen wir uns noch mal wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, fertig ist es. Und jetzt probieren wir natürlich noch gemeinsam. So, auch den Brokkoli. Der ist zwar weich, aber nicht zu weich. Der hält also noch auf der Gabel. Der Brokkoli ist auf den Punkt. Auch die Dinkelnudeln schmecken richtig gut. Schmecken mir deutlich besser wie Vollkornnudeln. Mal nur die Nudeln. Die haben einfach nicht so eine super kernige Konsistenz. Die finde ich gut, da werde ich wohl bleiben. Das Ganze ist jetzt nur noch schön lauwarm und genau so sollte es sein. Herrlich bei heißen Sommertagen. Lasst es euch schmecken, probiert es unbedingt aus. Und schaut gerne mal in die Beschreibung, da steht drin, wie ihr mich unterstützen könnt, ihr Lieben. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Vor allem bei Kanalmitgliedschaften. Wer Lust hat, kann für 99 Cent bei mir Kanalmitglied werden. Ist natürlich kein Muss, aber die Freude wäre groß. Vielen lieben Dank, denn ein Kanalmitglied habe ich schon. Da möchte ich mich auch recht herzlich für bedanken. Vielen lieben Dank. So, jetzt sind wir fertig. Wir sehen uns beim nächsten Rezept. Tschüss. So, ihr Lieben, wie immer noch die Nahaufnahme für euch. So lecker schaut das Ganze aus. Es ist jetzt nur noch lauwarm durch die Joghurtsoße, schön abgekühlt. Perfekt für den Sommer. Probiert es unbedingt mal aus. Guten Appetit.